Hey, schön, dass du jetzt auch Teil unseres verrückten Abenteuers bist. Steig ein, schnall dich an und los geht unsere gemeinsame wilde Sause. Ach ja, vielleicht sollten wir dich noch ganz kurz darüber aufklären, wer wir zwei eigentlich sind. Wir sind Jana und Max. Wir reisen mit unserem selbst ausgebauten T5 quer durch die Weltgeschichte. Wir sind weltoffen und reiseliebend. Wenn du jetzt genauso neugierig bist wie wir und auch gerne wissen möchtest, wo uns die nächsten Flausen in unseren Köpfen so hintreiben, dann bist du hier bei uns genau richtig. Nach einem Besuch in dem bedeutendsten Nationaldenkmal Kretas geht's für uns weiter an eine Strandbucht mit echtem Karibik-Feeling. Wir sehen zum ersten Mal Tropfsteinhöhlen und erkunden die Altstadt von Chania. Dort treffen wir auf René und Theresa, mit denen wir am darauffolgenden Tag einen richtig entspannten sonnigen Strandtag einlegen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Wir stehen hier auf dem Parkplatz von dem Arkadi-Kloster. Es ist deutlich kühler hier, denn wir sind auf einer Höhe von 500 Metern. Das Arkadi-Kloster ist das bedeutendste Nationaldenkmal dieser Insel hier. Im Jahr 1866 wurde das Kloster von einer Armee angegriffen. Und als es der Armee gelang, am zweiten Tag in das Kloster einzudringen, haben sich die restlich überlebenden Kämpfer, Frauen und Kinder in die Luft sprengen lassen. Bei dieser gewaltigen Explosion sind ungefähr 1000 Menschen ums Leben gerissen worden. Und das gilt als einer der größten Massenselbstmorde. Ja, das werden wir uns heute mal anschauen. Und danach geht's für uns nach Chania. Wir können euch empfehlen, wenn ihr euch das Kloster anschaut, euch auch ein bisschen mit der Geschichte einfach mal zu befassen. Denn dann geht man, glaube ich, mit einem ganz anderen Bewusstsein in das Kloster rein. So machen wir das zumindest heute. Und wir sind gespannt, was uns da erwarten wird. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gestern noch weitergefahren nach Seitan Limania. Hier ist ein total schöner Strandabschnitt mit total türkisem Wasser. Ihr könnt es vielleicht schon im Hintergrund sehen. Ja, sieht echt faszinierend aus. Und dazu haben wir hier um uns herum noch sehr interessante Felsformationen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir sowas hier gar nicht mehr im Norden der Insel jetzt erleben werden. Denn als wir in Retimo angekommen sind,
Da hat man schon gesehen, dass auf jeden Fall hier deutlich mehr besiedelt ist, viel mehr Häuser sind, auch zum Teil viele Hotelanlagen. Ja, ist einfach ein bisschen mehr los, einfach mehr Infrastruktur. Allerdings, wo wir jetzt hier sind, und das ist echt ganz in der Nähe von Chania, ist weit und breit nichts. Und das gefällt mir richtig gut. Ja, jetzt wollen wir uns auf jeden Fall das schöne Wasser hier angucken und ein bisschen spazieren. Vielleicht können wir auch mal ins Wasser reingehen, denn im Internet steht, dass es ein sehr beliebter Badestrand ist. Ja, mal gucken, wo da unten der Strand ist, den haben wir bisher noch nicht gesehen. Aber das Wasser sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Als wir gestern hier angekommen sind, wollten wir noch unser neues YouTube-Video hochladen. Ja, allerdings hatten wir hier keinen Empfang gehabt. Ich bin dann irgendwie dann noch mit dem Laptop die Straße entlang hochgelaufen, hatte dann irgendwann Empfang gekriegt. Leider nicht ganz so gutes Internet. Das hatte dann dadurch sehr, sehr lange gedauert, bis das Video online kam. Und das kam dann gestern Abend erst online. Ja, schaut doch gerne nochmal vorbei, denn wir hatten da eine wunderschöne Schlucht entdeckt und waren da noch in dem Süden von Kretas, den ich, um ehrlich zu sein, auch schon ein bisschen vermisse. Auf jeden Fall, jetzt geht's erstmal los zu dem Strand. Wir sind wieder oben am Auto angekommen und wer hat uns hier erwartet? Ja, genau du. Wir haben uns heute dazu entschieden, eine Wanderung zu machen. Und zwar haben wir uns eine Wanderung rausgesucht, wo man zwei Tropfsteinhöhlen besichtigen kann und zwei Klöster, glaube ich. Und wir sind jetzt an der ersten Tropfsteinhöhle angekommen und die sieht schon sehr interessant aus. Man hört es vielleicht im Hintergrund, die Tropfen immer auf dem Boden prasseln. Ja, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und es ist auch ganz schön groß. Ja, mal gucken, wie es da drin aussieht. Taschenlampe haben wir zum Glück im Gepäck, sodass wir auch ein bisschen was sehen können, weil ja, da drin ist es dunkel. Thank you.
Tropfsteinhöhle durchgegangen und es ist super faszinierend, aber man merkt hier am Ende, dass die Luft einfach immer dünner wird. Also es ist extrem stickig und total drückend warm und ja, also es ist echt beeindruckend, wie die Steine hier von der Decke ragen und wie sich das alles mal so gebildet hat. Total irre. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder raus. Auch ein bisschen angsteinflößend, oder? Ja, irgendwie schon. Also irgendwie so eine total mystische Stimmung, finde ich. Weil man ja auch ganz alleine ist. Oder man weiß es ja auch nicht so wirklich. Aber jetzt keine Schauermärchen. Eine jetzt. Fledermaus haben wir schon gesehen. Oh ja, eine Fledermaus. Stimmt, wir sind nicht ganz alleine. Und wer weiß, was hier noch so lauert. Also? Verrückt. Und man hört halt die ganze Zeit dieses Tropfen. Am Anfang dieser Höhle war das überhaupt nicht, aber umso weiter man reingeht, umso mehr hört man die Tropfen, weil ja auch alles so unheimlich ruhig ist und man selber flüstert irgendwie auch nur, obwohl man ja eigentlich ganz normal reden könnte. Irre. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, 2,5 Tage waren wir jetzt in Chania und hatten uns das Ganze ein bisschen angeschaut. Ich bin jetzt völlig bereit für etwas Neues. Mir hat es jetzt so langsam gereicht mit dem ganzen Stadttrubel. Chania wäre bestimmt noch 1 oder 2 Tage da geblieben. Allerdings haben wir auch gar nicht mehr allzu viel Zeit. In einer Woche geht unsere Fähre und wir haben noch so ein paar Sachen auf der Liste. Wir haben ja den ganzen Westen noch nicht gesehen und den wollen wir definitiv auch noch erkunden. Ja, deswegen wollen wir jetzt weiterfahren. Das Wetter ist heute richtig gut. Wir haben eine Strandbucht empfohlen bekommen. Da werden wir jetzt hinfahren und das schöne Wetter heute genießen. Und dann wahrscheinlich heute Abend oder morgen früh geht es dann weiter Richtung Westen. Da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Ja, und da nehmen wir euch natürlich mit.
Guten Morgen! Nach einem schönen Abend mit Theresa und René ging es jetzt heute für uns weiter. Wir haben eine ganz schöne Huckelpiste hinter uns. Ich glaube, für die 8 Kilometer haben wir gut ein bisschen über eine halbe Stunde gebraucht. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Wir haben diese Empfehlung auch schon von ganz vielen anderen Reisenden bekommen. Und ja, jetzt stehen wir hier auf dem Parkplatz von dem wohl allerschönsten Strand, den wir hier bisher auf der ganzen Insel gesehen haben. Und den wollen wir euch unbedingt im nächsten Video zeigen. Also, bis dahin!